Werter Herr Präsident, werte Anwesende, liebe AUNS-Mitglieder, vielen Dank für die Einladung, hier ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Ich bin gerne hierher gekommen. Die AUNS ist für mich eine wichtige Organisation als Gegenbewegung zur zunehmenden Globalisierung, zur weit verbreiteten EU-Hörigkeit, zur Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz, zur bundesrätlichen Absicht, dem UNO-Sicherheitsrat beitreten zu wollen, zur Eindämmung der viel zu starken Zuwanderung, zur kritischen Hinterfragung von Freihandelsabkommen, zum Abbau von Sicherheit und Demokratie, zum Ausbau der Entwicklungshilfe und Kohäsionszahlungen ins Ausland und vielen weiteren Auslandabhängigkeiten. Alles politische Einstellungen, alles politische Einstellungen, hinter denen ich vorbehaltslos stehe. Da Nationalrätin Friedli und Professor Eichenberger sich wohl dem Thema Zuwanderung widmen und Sie meine Haltung auch über den Flyer, der verdankt wird, hier meinerseits schon mehrheitlich diese Position zur Zuwanderung kennen, werde ich in meinem Statement ausholen und auf ein paar andere Baustellen, politische Baustellen hinweisen. Da aber zum jetzigen Thema eine sehr wichtige Abstimmung vor uns steht und ich würde fast sagen, eine wichtigere als meine eigene damals, die Abzocke-Initiative und die viel zu starke Zuwanderung, die für mich die größte Baustelle ist in unserem Land, erlaube ich mir dennoch ein, zwei Sätze. Gesellschafts-, wirtschaftspolitisch, sozial-, finanz-, ökologiepolitisch hat die starke Zuwanderung gewaltige Auswirkungen auf unser Land. Jeder vernünftige Mensch erkennt unweigerlich, dass die kleine Schweiz nicht alle zwei Jahre 100.000 Bürger oder eben alle 13 Jahre 1 Million mehr Einwohner aufnehmen kann. Da muss man wahrlich kein Prophet sein, um das zu erkennen. Doch leider, werte Anwesende, hat es in unserem Land noch zu wenig vernünftige Menschen. Als Produzent eines Konsumgüterunternehmens, der Konsumgüterprodukte herstellt, müsste ich eigentlich an vorderster Front sein, welcher sich möglichst viele inländische Konsumenten wünscht. Doch das wäre ein egoistisches Denken. Werte Anwesende, die viel zu starke Zuwanderung in unser Land macht die Schweiz kaputt. Um Himmels Willen, warum begreifen das noch immer nicht so viele Politiker und Bürger? Wenn wir eine 10 Millionen Einwohner Schweiz haben, was wollen wir dann? 15, 20 Millionen? Ist das unser Migrationsziel? Ist es unser Ziel, die Schweiz noch mehr zuzubetonieren? Ist das unser Hauptziel? Es ist total verantwortlich, und da bin ich froh auf die Äußerungen meines Vorredners, eine Politik zu machen, Entscheidungen zu treffen, welche die nächste Generation leiden. Unsere Migrationspolitik, wir haben zwar keine, aber sie schädigt diese zukünftige Generation. Was uns fehlt, ist eine nachhaltige Migrationspolitik. Und Sie sehen, aus diesen ein, zwei Sätzen sind bereits mehrere geworden, weil mich das Thema derart bewegt. Eigentlich macht es mich richtig gehend wütend, wenn ich sehe, wie sorglos wir mit unserem Boden und der damit verbundenen Überbauung und Zersiedlung umgegangen wird. Dies ist wohl auch der Grund, warum ich noch immer in Bundesbern bin. Sie spüren, ich habe einen dicken Hals bei diesem Thema. Eines aber jetzt vorweg zu meiner Hauptmessage von heute. Wir müssen unbedingt wieder in unserem Land Ordnung machen im Politstall Schweiz. Welche Aufgabe muss der Staat und welches die Privatwirtschaft übernehmen? Corona hat vieles durchgewirbelt und auf den Kopf gestellt. Jeder und jede ruft nach dem Staat. Eigentlich ist die Staatsgläubigkeit in Hochkonjunktur. In Bundesbern ist auf gut Schweizerdeutsch regelrecht der Geldscheißer ausgebrochen.
Sogar die börsenkontierten Mediengiganten NZZ, Tagi und die steinreiche Ringier-Familie wollen Subventionen. Und Bundesbern ist dem Hilferuf gefolgt und hat den Steuergeldbeutel geöffnet. Sogar der Medien-Online-Service, von dem haben Sie vielleicht gehört, sogar der soll unterstützt werden, obwohl wir mit Online-News ja geradezu überschwemmt werden. Tatsache ist, und da gehe ich in dieselbe Richtung wie der junge FDP-Politiker, der jetzt in den Vorstand gewählt wurde. Tatsache ist, dass Sie, die sich nach außen ansonsten sehr liberal verkaufende FDP, längst ins linke Politbett gelegt hat. Sie hat dieser Medienvorlage, dieser unsäglichen Medienvorlage, dem Eingriff in die privatrechtliche Mietangelegenheit, der Aufstockung der Entwicklungshilfe und der Überbrückungsrente in der letzten Session und übrigens auch noch anderen Blödsinn, in der letzten Session mehrheitlich zugestimmt. Die CVP, meine Damen und Herren, ist nicht viel besser. Auch bei ihr kommen jede Session ein paar Slalomstangen mehr dazu. Womöglich steht die nächste Pandemie und Krise schneller vor der Tür, als uns lieb ist. Anzeichen dafür sind jedenfalls vorhanden. Der Coronavirus mutiert und eigentlich ist die zweite Welle bereits Tatsache. Die Landesversorgung muss aber auch in Krisenzeiten und bei geschlossenen Grenzen funktionieren. Leider war das in gewissen Bereichen nicht der Fall. Schutzmasken, Schutzanzüge, Medikamente, Handschuhe, Ethanol, Alkohol, Beatmungsgeräte, Öle, sogar das WC-Papier fehlte oder waren Mangelware. Wichtige Waren, welche durch die Globalisierung heute im Ausland hergestellt werden, können, werte Anwesende, problemlos in der Schweiz fabriziert werden. Die China-Abhängigkeit muss zwingend abgebaut werden. Dadurch sind wir unabhängiger, schaffen Arbeitsplätze und leisten einen ökologischen Beitrag, indem dringend benötigte Waren nicht mehr eingeflogen werden müssen. Mir hat kürzlich jemand gesagt, dass ein Flugzeug, das der Bundesrat bestellt hat, um Schutzmasken in China einkaufen, 700.000 Franken gekostet hat. Und der Bund, das haben Sie auch gehört, hat zu total überrissenen Preisen Schutzmasken im Ausland eingekauft, also über einen Importeur in der Schweiz, aber viel zu viel dafür bezahlt. Und zusammen mit dem Kanton Zürich hat er gar eine eigene Maskenherstellmaschine gekauft, die dann bei der Flava deponiert wurde. Eine Aufgabe, welche nicht der Staat, sondern die Privatwirtschaft übernehmen muss. Und die Algoswiss, ein früher Staatsbetrieb, das wissen Sie, stellt heute, meine Damen und Herren, keinen einzigen Liter Ethanol selbst her. Alles wird importiert. Meine Firma, Hersteller von Desinfektionsmitteln, kam gerade mal 1500 Kilo jede Woche. Hier muss die Schweiz unbedingt eine eigene Produktionsstätte aufbauen, denn Ethanol wird auch zur Herstellung von Arzneimitteln benötigt. Sehr wohl können wir also in der Schweiz diese Dinger selber herstellen. Sie sind ein wenig teurer, das stimmt, doch im Sinne einer weniger ausgeprägten China-Abhängigkeit und auch aus ökologischen und wirtschaftlichen Überlegungen kann die Schweiz dies in-house bewerkstelligen. Weil zu Beginn der Krise kaum Masken vorhanden waren, hat der Bundesrat sogar seine Notstrategie angepasst. Er hat von einer anfänglichen Maskenpflicht im ÖV abgesehen. Nun schießt er total in die andere Richtung, obwohl es kaum mehr Corona-Intensivstations- und Todesfälle gibt. Eine verkehrte Welt und unglaubwürdig zugleich. Fazit oder Zwischenfazit. Zwischenfazit, man müsste dem Bundesrat sofort das Notrecht entziehen. Die Verfügbarkeit, respektive die Nichtverfügbarkeit einer Ware, hat matchentscheidende strategische Entscheidungen des Bundesrates beeinflusst.
In der Corona-Krise fehlten ca. 600 verschiedene Medikamente. Bei einigen Arzneimitteln war die Verfügbarkeit bedrohlich. Ein teures Gesundheitssystem wie das unsere muss auch in einer Krise top sein. Doch nun zur Kernfrage. Wenn ich von Ordnung im Schweizer Politstall spreche, was muss der Staat, meine Damen und Herren, was muss der Staat und was die Privatwirtschaft machen? Eine Frage, die zwar ab und zu aufblitzt, aber in den letzten Jahren nie nachhaltig beantwortet wurde. Diese Frage sollten wir fundiert angehen. Zurzeit meint der Bundesrat er sei Weltmeister und Alleskönner. Beängstigend ist die Tatsache ohnehin, dass doch nun ein Vorstoß in den Ständerat kommt, welcher sage und schreibe will, dass der Staat Unternehmen in Schwierigkeiten aufkaufen soll. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung und geht in Richtung Staatsgläubigkeit. Und weil Steuergelder bekanntlich in der Corona-Zeit keine Rolle spielen, konkurriert der Bund zusätzlich noch der Privatwirtschaft in einer Krise, in welcher die Firmen schon genug Sorgen und Umsatzverlust haben, sollte der Bund sie nicht auch noch plagen. Kommt eine an und für sich tolle, erfolgreiche Unternehmung, bedingt jetzt durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten, so wird sie ohne Problem einen privaten Investor finden, der sie rettet. Aber bitte nicht den Bund damit beauftragen. Eine Klammer bemerke ich mir an dieser Stelle, weil sie macht mir wirklich Angst, diese Staatsgläubigkeit, dass der Bund ja nicht einmal in der Lage ist, seine eigenen Monopolbetriebe wie die SBB, die Post, Postauto AG, Postfinance AG erfolgreich zu führen, so soll er bitte die Hände von der Privatwirtschaft lassen. Waren und Dienstleistungen, welche ökonomisch tragbar durch die Privatwirtschaft hergestellt werden können, sollen in der Schweiz erbracht werden. Wenn das nicht möglich ist oder das technische Know-how fehlt, so muss ein Pflichtlager angelegt werden. Der Bund definiert die Pflichtlager und die Privatwirtschaft bewirtschaftet sie. Mit dem Ziel, bei einer Krise ein paar Monate autonom oder autonomer zu sein. Die Corona-Krise hat offengelegt, wie verletzlich ein Land ist, welches nicht mehr souverän und eigenständig agiert. Ein Kernthema der Angst. Es kommt schon fast Schadenfreude auf, wenn man gesehen hat, wie nationalistische EU-Staaten agiert haben und wie nötig nationale Grenzen geworden sind. Ob jedoch die Welt oder EU-Bürger nach der Corona-Zeit immer noch so globalisierungskritisch oder euphorisch sind, bleibt fraglich. Für mich jedenfalls war es eine große Genugtuung, um zu erkennen, wie die sonst so unantastbaren, zeitweise fast heiligen völkerrechtlichen Verträge, zum Beispiel eben das Freizügigkeitsabkommen, über Nacht außer Kraft gesetzt wurden. Ich habe auch nicht verstanden, warum man zum Beispiel bei der Road and Belt Initiative, der Seidenstraße, den Chinesen den roten Teppich ausgerollt hat und Milliarden in Aussicht gestellt hat. Hat doch die Corona-Krise die unglaubliche Abhängigkeit von China offenbart. Die vielen geplanten Freihandelsabkommen sind also eine weitere große Baustelle. Verstehen Sie mich richtig, als Unternehmer und Politiker bin ich nicht gegen den Freihandel. Doch er muss ökologisch und nachhaltig sein. Es ist absurd zu glauben, jeder Artikel auf diesem Globus müsse von einer Ecke in die andere transportiert und konsumiert werden. So wehre ich mich als Beispiel, dass wir ausländisches Mineralwasser trinken, Erdbeeren aus Israel essen, Eierschwämme aus Weißrussland und Aprikosen aus Spanien. Importieren, wohlverstanden, einige paar Monate, bevor wir unsere eigenen haben. Und ich wehre mich gegen das Mercosur-Abkommen, welches Fleisch, wohlverstanden, tiefgekühlt, über 10.000 Kilometer von Südamerika zu uns importieren will. Das ist gleich zweimal nicht nachhaltig, weil, das wissen Sie, dort der Amazonas-Regenwald zugunsten der Rinderweiden abgeholzt wird. Das ist eine falsche
Freihandel und Globalisierungspolitik. Und im selben Atemzug soll bekanntlich der CO2-Ausstoß reduziert werden, ob mit dem Flugzeug oder mit großgekühlten Containerschiffen die Ware hierher gebracht wird, ist irrelevant. Beides verursacht horrende CO2-Emissionen. Diese Art von Politik ist an Widersprüchlichkeiten kaum mehr zu überbieten. Erlauben Sie mir zum Schluss ein Thema anzusprechen, eine andere Baustelle, welches noch nicht so auf dem Schweizer Politradar ist, aber zu einer Grossbaustelle wird, und zwar Soft Law. Soft Law sind sogenannte nicht bindende internationale Vereinbarungen, welche später oder langfristig zu völkerrechtlichem Gewohnheitsrecht werden. Insbesondere dann, wenn es mehrere Länder anwenden, kann Soft Law schnell zu Gewohnheitsrecht oder eben Hard Law werden. Es stimmt, dass die beiden UNO-Resolutionen oder die meisten UNO-Resolutionen nicht bindend sind, auch der UNO-Migrationspakt. Dennoch war ich begeistert, wie das Parlament der bundesrätlichen Absicht, diesen unterschreiben zu wollen, mit zwei gleichlautenden Motionen in beiden Räten noch im letzten Moment den Riegel geschoben hat. Wenn nämlich viele Staaten einen solchen Migrationspakt anwenden, so wird aus nicht bindend schnell bindend oder eben Gewohnheitsrecht. Soft Law hat für mich sogar eine gefährliche Komponente. Obwohl die Befürworter und insbesondere der Bundesrat geradezu euphorisch hinter Soft Law stehen. Logisch, der Bundesrat ist der Chef in der Außenpolitik oder zumindest der will es bleiben. Und dazu hilft ihm Soft Law-Vereinbarungen und der Einsitz in möglichst vielen internationalen Organisationen wie die UNO, Financial Stability Board, Internationale Währungsfonds, Europarat, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Financial Action Task Service, Welthandelsorganisationen, WTO, EFTA, OECD, OSZE und so weiter. Sie kennen die natürlich als AUNS-Mitglied bestens. Bekanntlich entstehen aber in der Globalisierung immer mehr solche internationale Organisationen. Meine Damen und Herren, diese gilt es in Schach zu halten. Ich weiß, das muss für jedes AUNS-Mitglied grässlich sein, das zu hören. Doch diese internationalen Organisationen, für einmal nicht die EU, gewinnen an Bedeutung. Paradebeispiel die OECD, die das Steuersystem international zu harmonisieren droht. Dies, weil immer mehr Multis Steuerschlupflöcher suchen und finden und kaum mehr Steuern zahlen. Bei Geldwäschereithemen erkennt man gut, wie Soft Law zu knallharter nationaler Gesetzgebung verkommt. Warum ist Soft Law gefährlich? Es gibt zwei Gründe. Erstens, weil diese Organisationen, deren Mitglieder nicht wie wir Parlamentarier oder Mitglieder einer Regierung demokratisch gewählt wurden, sondern bestimmt wurden. UNO, OECD und Financial Stability Board Mitglieder kreieren dann eben Soft Law und tragen diese in ihre Länder. Paradebeispiel der UNO-Migrationspakt mit dem Schweizer Erfinder Jürg Lauber. Oder noch klarer ausgedrückt, hocken wir in all diesen internationalen Gremien, so haben wir am Schluss nicht mehr demokratische Prozesse in diesen Organisationen und den Mut, am Schluss Nein zu sagen. In der demokratisch aufgebauten Schweiz und vor allem mit dem starken Föderalismus werden mit Soft Law die innerstaatlichen demokratischen Prozesse umgangen. Und die zweite Gefahr, welche mit Soft Law lauert, sind Retentionen, Repressalien, Retentionen für jene Länder, welche die international getroffenen Vereinbarungen eben nicht umsetzen. Als AUNS-Mitglied lassen Sie vielleicht diese Drohungen kalt, denn Sie haben davon schon genug gehört. Doch wir finden solche auch in Soft Law-Vereinbarungen. Nur, das wissen Sie so gut wie ich, außer unser Außenminister, aber auch der Gesamtbundesrat kann mit Drohungen aus dem Ausland nicht umgehen und fällt reihenweise um.
Das gilt nicht nur bei EU-Themen und Drohungen, das gilt für ganz viele außenpolitische Forderungen. Das war bei den nachrichtenlosen Vermögen ebenfalls der Fall oder bei der Lex USA oder FATCA oder eben Paradebeispiel dieser Migrationspakt, den der Bundesrat unterschreiben wollte. Das, werte Anwesende, ein paar Gedanken zu wichtigen und großen Politbaustellen. Und wenn Bundesbern unfähig oder zu bequem ist, die Schaufel in die Hand zu nehmen, um diese Baustellen zuzuschaufeln, dann muss es eben, werte Anwesende, das Volk machen. Und diese Gelegenheit bietet sich jetzt Ende September am Abstimmungswochenende. Nehmen Sie also, werte Anwesende, die Politschaufel in die Hand, denn Bundesbern ist nicht gewillt, es zu tun.